Willkommen bei unserem dritten Livestream. Wie wir ja schon angekündigt haben, haben wir heute eine Besonderheit und das wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Wir zeigen euch heute nämlich exklusive Ausschnitte aus dem zukünftigen Event bei uns. Und da werden wir jetzt auch gleich loslegen, dass ihr das sehen könnt. Ich wollte kurz zur Einführung was zum Game Design sagen, das hinterm Oster-Event steht. Die Version wird nächste Woche deployed, darauf könnt ihr euch dann freuen. Und grundsätzlich wird das Oster-Event beinhalten, dass man über neue Game-Mechaniken, die ihr auch hier im Video sehen könnt, also das Schiff wurde erweitert um eine neue Funktionalität, die hier die Suche ist. Und mit der Suche können unter anderem dann die neue Ressource Ostereier gefunden werden. Die kann man auch noch über andere Mechaniken im Spiel finden. Alles werde ich in diesem Moment noch nicht spoilern, dass ihr auch noch die Gelegenheit habt, was selbst herauszufinden. Aber zumindest eine neue Game-Mechanik, die wir haben werden, ist wie gesagt das Schiff erweitert um das Erkundungselement. So, dann haben wir noch ein weiteres Video für euch vorbereitet. Hier könnt ihr eine zweite Möglichkeit sehen, wie ihr an Ostereier kommt. Ihr kennt vielleicht schon die Quests, wo ihr die nett blinkenden blauen Figuren finden müsst. Die gibt es jetzt auch fürs Osterevent. Und auch hier, wenn ihr die findet, das ist der Wanderer. Der wird einmal am Tag während dem Osterevent aktiviert. Und wenn ihr den findet, werdet ihr auch entsprechend mit Ostereiern belohnt. Ja, was könnt ihr dann mit den Ostereiern machen? Mit den Ostereiern werdet ihr die Möglichkeit haben, verschiedene Items zu erwerben im Spiel. Wenn du hier vielleicht mal das dritte Video noch startest. Ja. Danke dir. Dann seht ihr eins dieser Items, also im Shop. Es wird sowohl funktionale Items geben, als auch Beautifications-Items, also Items, die die Umgebung verschönern. Wir sehen hier eins der Beautification-Items, das ihr dann erwerben könnt und eure Inseln verschönern könnt. Daneben gibt es noch andere Sachen wie Buffs und über alles Weitere. Lasst euch dann überraschen für nächste Woche. So, und dann übergebe ich aber jetzt dann endgültig an Armin, dass er noch was zur Erstellung von ein paar Assets sagen kann und welche tolle neuen Grafiken euch sonst noch im Spiel erwarten werden. Dann machen wir das doch gleich. Armin, wir hatten ja auch was vorbereitet, ne, was wir auch noch gerne zeigen wollten, was man einzigartig im Oster-Event erhalten kann. Und dann machen wir das doch mal. Sag doch einfach was dazu. Gerne. Also hier haben wir den Glockenturm. Das ist eins der Dekorationsobjekte, die man sich eben für die Ostereier kaufen kann. Den kann man halt zur Verschönerung auf der Insel neben seinem normalen Stadtgebäude oder wo auch immer man will und kann eben ins Spiel setzen. Des Weiteren haben wir noch die Farm mit dem Farmfeld, die neue, die Wheat Farm. Ermöglicht einem die Farm ein wenig komprimierter zu bauen, da ich nur ein Farmfeld dafür brauche und nicht zwei, was sich dann eben als platzsparender erweisen wird für den Spieler. Ja, die Farm selber, wie gesagt, hat ein bisschen geänderte Grafik, sieht ein bisschen mehr sophisticated aus, komprimiert, ist halt eben eine etwas bessere Farm. Ja, und ansonsten haben wir natürlich Loading-Screen-Images erstellt für unser Oster-Event, wenn wir darauf nochmal umswitchen. Ja, das wird dann erscheinen, wenn wir die Oster-Events starten. Ja, das wäre es erstmal für die Grafik. Wunderbar, ihr seht auch, sehr schön, man kann am Loading-Screen wunderbar den Bezug zu Ostern erkennen. Also, ne? Unschwer, ja. Ja, ich denke auch, das sollte jedem erkennen. Und wenn wir schon mal von Loading Screens reden, ich weiß nicht, vielleicht hat ja der ein oder andere von euch auch das Blue Byte Spezial gesehen oder das Blue Byte Backstage Spezial, wo auch natürlich Armin ein paar Sätze erzählt hat zu seiner Arbeit bei uns und hat es ja auch das angerissen mit den Loading Screens. Genau, ja. Und wir hatten da jetzt mal was vorbereitet für euch, was wir euch natürlich auch gerne zeigen möchten. Was den aktuellen Loading Screen anbelangt, und zwar die Geschichte dahinter. Das ist der Loading Screen, den ihr jetzt gleich sehen könnt, wie er aktuell im Spiel zu sehen ist.
Und Armin wird dazu jetzt gleich ein paar Sätze noch erzählen und wir gehen einmal die Geschichte oder das Making-of des Loading-Screens durch. Ne? Ja, sehr gerne. Angefangen hat das Ganze natürlich mit Testvariationen, die wir erstellt haben, in verschiedenster Art und Weise. Wir haben dann eine Art von Voting gemacht und das jetzt hier ist zum Beispiel ein Screen, für den wir gewotet haben, den wir dann final erstellt haben. Das finale Bild sehen wir da jetzt gerade, also in seiner schlussendlichen Version, wie es dann auch im Screen zu sehen sein wird. Früher oder später ist es dann noch geplant, das Ganze noch mit einer Animation zu überlegen, beziehungsweise die verschiedenen Layer zu bewegen oder eventuell wegzublenden, die Wolken. Das ist alles vorbereitet und kann dann später durchaus noch ins Spiel kommen. Ich würde sagen, wir schalten dann jetzt mal auf die erste Variante. Das war die erste Testvariante, um sich halt mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen, wie die Bildkomposition ist. Sieht man das hier, die Wolken, also die Stadt, die durch die Wolken dann langsam erkennbar wird. Das war der Punkt, wo wir gewotet haben für das Bild, haben das dann auch weiter erstellt. Wenn wir jetzt mal weiter, das sind so die ersten Schritte, das Bild ganz, ganz rough, ganz, ganz grob schon mal in Szene zu setzen, den Bildaufbau zu machen. Danach wird es dann ein bisschen detailreicher, wenn wir jetzt nochmal weiterschalten. Da ist schon mal die Stadt drin, da ist die Farbe wird immer weiter in Richtung Final gepusht. Die Details kommen halt eben rein von den Bergen und so weiter. Da können wir vielleicht nochmal weiterschalten. Ganz wichtig war uns hier die Kathedrale als eines der größten Gebäude, die man bauen kann, die auch typisch für Anno ist, die dann auch hier in das Bild mit rein muss. Ja, und auch hier haben wir uns dann dafür entschieden, das Bild zu spiegeln, weil es halt einfach eine angenehmere Wirkung für den Betrachter hat. Hier sehen wir auch schon Details wie das Meer, Schiffe, Anlegestege und so weiter. Die Berge sind viel detaillierter. Und da sind wir auch schon fast final, wenn wir dann weiterschalten. Das war, glaube ich, das. Ja, genau. Das ist dann das finale Bild. Sieht jetzt relativ, das war ein zügiger Durchlauf, sage ich mal. Da steckt natürlich der ein oder andere Tag Arbeit drin, sage ich mal vorsichtig, bis zu dem finalen Bild gekommen sind. Man hat es ja auch sehr schön bei dem Backstage-Video gesehen. Ne? Also wenn ihr da noch reinschauen wollt, lohnt sich auf jeden Fall, weil man sieht halt die gesamte Entwicklung, die auch dahinter steht und steckt. Sowohl QA, also unsere Tester werden halt gezeigt, dann natürlich Armin mit seiner Arbeit und er malt sogar live für das Video. Na? Natürlich der Zeit geschuldet und des Moments geschuldet, dass es jetzt nicht so pompös ist, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Das ist natürlich viel, viel mehr Arbeit, die dahinter steckt. Und ihr könnt natürlich auch die Arbeit vom Game Design und von der Entwicklung sehen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dort reinzuschauen. Bevor wir jetzt die Fragen aus dem Chat beantworten, würde ich euch gerne auch noch den Hinweis geben, dass wir am 27. März noch ein spezielles Ereignis für euch haben. Es ist am 27. März 15 Jahre Anno. Und für dieses besondere Ereignis 15 Jahre Anno gibt es ein PC Games Spezial 15 Jahre Anno. Dort habt ihr die Möglichkeit, in diesem Spezialheft 4 Seiten lang euch nur mit der Anno-Reihe zu beschäftigen. Und es ist auf jeden Fall ein Gutscheincode für jeden von euch dabei, der diese Ausgabe kaufen möchte mit 500 Rubin. Und ich denke, wer großer Anno-Fan ist, und das sollten ja eigentlich alle Anno-Online-Spieler sein, der fühlt sich da pudelwohl, wenn er das in seinem Schrank zu Hause stehen hat. Ja, dann, bevor wir jetzt dann die erste Frage machen. Wir machen jetzt die erste Frage. Und zwar kommt die von Welt 1, von Exali. Und zwar möchte der gerne mal wissen, ob man dann in Zukunft das Pier mal verschönern kann, weil dort ist doch recht wenig drauf. Ja, am Pier tut sich gerade eine Menge. Wir haben uns da wochenlang mit beschäftigt, genau mit der Thematik, weil im Augenblick sieht es halt einfach ein bisschen leer aus. Es wird Möglichkeiten geben, da Gebäude drauf zu bauen. Es wird Varianten geben, gerade von dem Steinpier, was ja so ein bisschen einförmig aussah und ein bisschen eintönig. Da wird es verschiedene Varianten geben, die eben immer ein bisschen anders aussehen, wenn man sie aufbaut. Es gibt ja schon mittlerweile Pier-Elemente, die auch aus Holz sind, gerade die Gebäude, die man sehr weit am Anfang noch baut, die halt eben
auch von den Materialien noch nicht so ganz wertig sind, also eben kein Steinpier. Also da tut sich eine Menge, auf jeden Fall.